Servus! Ich habe jetzt schon total hart auf meine Glossybox gewartet. Heute ist sie endlich gekommen. Ich habe sie gestern schon angeschrieben, weil sie eben schon vorgestern, den letzten Tag gehabt hätte, wo sie kommen nicht sollen. Dann habe ich gedacht, na gut, da ist was schiefgelaufen wahrscheinlich. Habe sie jetzt angeschrieben, jetzt ist sie dann doch noch gekommen. Zwei Tage zu spät, also sie hatte normalerweise so eine Frist, wo sie kommt, bis zum, ich glaube, 26. hätte sie kommen sollen. Heute ist der 28. glaube ich. Ja, jetzt ist der 28. Jetzt ist sie auf jeden Fall da. Der Post hat sie gerade gebracht. Ich habe sie noch nicht geöffnet, noch gar nichts damit gemacht. Ich habe mir gedacht, ich drehe jetzt ein Video drüber, weil die Kinder gerade beim Papi sind. Und ja. Boah. Heute ist schon schwach. Ich bin schon den ganzen Tag in der Küche und will eigentlich, ja, ich tue Salate herrichten. Also Salat. Ja, Salat. Oh, hat die ein schönes Design. Auf jeden Fall schaut sie einmal wunderschön aus. Also riecht alles her für meine Tochter, weil ich morgen Geburtstag. So, schauen wir gleich mal weiter. Jetzt geht es nur noch um diese Box. Ja. Da ist auch mal ein Gutschein drinnen. Von den Brillen, also für Kontaktlinsen. Ich trage keine Kontaktlinsen. Ich habe sie, wo ich jünger war, habe ich mal braune Kontaktlinsen eingetan, weil da haben meine Augen sehr verschieden ausgeschaut. Ich habe zwei verschiedene Augen. Und da wird sie getragen, jetzt dann allerdings nicht mehr. Und ein 10€ Gutschein für so Unterwäsche. Das könnte ich fast einmal kaufen, wieder neue Unterwäsche. So, die Box ist einmal 1A, gefällt mir sehr gut. Wunderschön. Und jetzt schauen wir mal rein. Jetzt habe ich so lange auf die Box gewartet, jetzt soll sie wenigstens gut sein. Und oh, das gefällt mir schon mal sehr gut. Das ist mit so einem Strick. Aber was anderes. Passt sehr gut in die Winterzeit. Dann das Heftel. Ja, schauen wir direkt einmal rein. Es ist nicht gebickt dieses Mal. Ich glaube, die haben dieses Mal auch sehr viel Stress gehabt, weil sie ja im Endeffekt zwei Boxen, also die Dezemberbox und die Winterbox gehabt haben. Aber schauen wir jetzt gleich mal rein und die ist wirklich voll gefüllt. Seht ihr das? Also die ist randvoll gefüllt. Da kommt das erste Mal eine Probe raus von Titisept. Hallo Winterpflege, das ist eine Mandel. Milchpflaume. Wow, das hört sich gut an. Also das werde ich auf jeden Fall testen. Das schaut schon mal sehr vielversprechend aus. Das Dessert ist prinzipiell gut und das ist eine Exklusiv-Edition. Wow, die werde ich auf jeden Fall gerne testen. Dann gehen wir gleich weiter. Das ist so eine eckige, lustige Verpackung. Was ist das? Concealer. Okay, das sind drei Farbnuancen. Concealer. Jeweils 3 ml. Wie kriege ich auf? Ach so. So, oh, schön, schön. Drei Farbnuancen, das passt ja perfekt. Dann kann ich die zwei benutzen und das könnte jemandem schenken. Also die zwei werden für mich passen, denke ich, das Dunkle nicht. Vielleicht verschenke ich das, vielleicht verlose ich das. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall total süß. Gefällt mir gut. Dann ist ein Pinsel drinnen. Okay, also ein glitzernder Pinsel. Ist ja schön, ist auch weich. Ja, das ist ein großer Lidschattenpinsel, würde ich mal sagen. Den kann ich sehr gut benutzen. Bis jetzt gute Produkte. Aha, das ist ein Freshmatic Blush. Freematic Blush. Die Marke sagt mir, was war das letzte Mal in der Glossybox mit auch sowas drinnen? Oder vertue ich mich da jetzt an? Da ist jetzt dann nur der Blush drinnen. Okay, und mir kommt vor, in der letzten war die Verpackung dafür. Wisst ihr was, das hole ich jetzt einmal schnell und dann können wir gleich mal schauen, ob das geht. Jetzt bin ich aus der Puste auch noch, aber das war in der letzten Glossybox drinnen. Und da hat man jetzt noch einen Blush dazu gekriegt. Da ist nämlich schon ein Blush drinnen gewesen. So ein heller. Und jetzt hat man so einen glitzernden braunen dazu gekriegt. Finde ich toll. Wird gleich reingelegt. Das habe ich nämlich noch gar nicht ausgepackt. Kriege ich das überhaupt raus? Ich mit meinen dicken Wurstfinger, mit diesen dicken Nägeln. Das natürlich nicht raus, weil mir ist nämlich mein Fräser eingegangen. Jetzt habe ich mal schnell noch einen Fräser bestellen müssen. Das ist natürlich blöd, wenn an der Fräser ausgeht. So. Cool! Schaut her, jetzt habe ich eine ganze Palette. Der war in der letzten Glossybox, der ist in der jetzigen gewesen. Das finde ich auch total toll, dass da jetzt noch einer drinnen war, weil ich immer gedacht, schaut, dass da jetzt immer ans Leer bleibt. Da hat die Glossybox wirklich gut mitgedacht. Richtig toll. Da ist da was für trockene Haut drinnen. Eine riesengroße Tube. Die Marke sagt mir nichts, da sind 200 ml drinnen. Schauen wir mal rein.
So schaut es aus. Sagt euch die Marke was? Keine Ahnung. Und was ist das da? Da ist noch was ganz fest verpackt. Wow, das haben sie gut verpackt. Genau, das ist genau die, was ich habe. Das ist die Ultra Chrom Palette und die liebe ich. Die benutze ich wirklich sehr gerne. Das sind die Leitton, benutze ich sehr gerne diesen Ton. Dann benutze ich noch diese Pinktöne sehr gerne, die da vorne eher nicht, außer den da. Also ich glaube, das sind die drei Töne, die ich nicht so oft benutze und die anderen benutze ich alle sehr gerne. Viele tolle, die drin ist, allerdings habe ich die schon, würde mich jetzt noch extrem freuen, wenn ich sie nicht hätte. Prinzipiell ist es eigentlich eine gelungene Box dieses Mal. Das war es jetzt schon. Ja, es sind 1, 2, 3, 4, 5 Produkte drin, wie immer. Und ja, bis auf 1, 2, 3, 4, 5, ja. Jetzt habe ich gedacht, ich habe die nicht mitgezahlt. Ich will die verlosen. Ihr wisst, ja. Und dann verlose ich die im Jänner dann. Ich hoffe, das passt für euch. Also, ich hoffe, die gefällt euch auch genauso wie mir. Aber mir gefällt die sehr gut. Also, ich liebe die. Und vielleicht werde ich schauen, ob ich noch ein paar andere Sachen dazu kriege. Die Box ist eigentlich sehr schön. Eben etwas zum Cremen, eine Lotion. Vielleicht auch für die Kinder geeignet. Ich weiß es nicht. Muss einmal nachschauen, was da drin ist. Aber, ja. Dann eben diese Palette nicht direkt. Aber der Lidschatten war da drinnen. Jetzt hat mein Freund umbauen. Schatzi, ich mache da unten ein Video, gell? Ich mache da unten ein Video, bitte nicht bohren. Jedes Mal, wenn ich Videos mache, fängt er zum Bohren an, zum Hämmern an oder irgendwas. Unglaublich. Ja, auf jeden Fall der Ton da drin. Das freut mich sehr gut, dass es eine schöne Palette ist. Verlosungsdings. Und das finde ich auch sehr cool, dass das dabei ist. Das, die Marke, da war ja schon öfters einmal was drinnen. Nutraskin, ja, das war einmal ein Lippen, irgendwas für die Lippen und etwas für die Augen dabei, genau. Den Pinsel finde ich auch sehr gut und ja. Und die Probe, so es geht immer. Und ist sogar vegan. So, das waren jetzt also schon alle Produkte, die ich habe. Ich werde jetzt noch im Anschluss ein paar Marzipan-Figürchen zum selber modellieren. Viel naja, dazu tun, also die werde ich jetzt gleich einblenden, falls ihr Lust habt, irgendwas mit Marzipan zu machen. Ich blende euch die einmal ein, ich habe da letztes Jahr ein paar gemacht. Und so, das war es jetzt auch im Endeffekt schon. Ich wünsche euch was und im Jänner gibt es noch Verlosungen. Bis dahin, für euch!